Was geht ab, meine Chayas? Hier ist euer M-Motherfucking-3. Und ja, ich habe alles wieder rekonstruiert. Rekonstruators oder wie auch immer man das nennen soll. So. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier O'Brien suchen. Okay, komm. Genug Spannung hier aufgebaut. Das ist eh kein Meter spannend. Also, los geht's. Wir sollten uns erstmal ein bisschen vorbereiten. Weil ich dachte mir, so kann man auch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Einfach mal ein bisschen Schrott fahren. Man kann es ja nie wissen. Warte mal, das sollte ich eigentlich mal draußen hin tun, ne? Draußen ist doch noch so eine Truhe. Das Gute ist jetzt, ich weiß wenigstens einigermaßen, was so in den Truhen drinne schlummert. Das ist ja mal das Allertolle an der ganzen Geschichte. So, machen wir es mal hier einfach rein. Das ist ja so unsere wertvolle Truhe, ne? Kann man ja sagen, für die ganzen Gehege und sowas draußen. So, Erde kriege ich auch noch reingebombt. Holz. Mache ich lieber hier drinne rein. Das Problem ist aber auch, wir haben gar nichts zu essen, ne? Also wir haben jetzt hier so einen Apfel, der ist es ja voll nicht wert. Wasser einmal mach ich auch noch weg. Verdammt. Uns fehlt's am Essen. Uns fehlt's am Essen. Hier habe ich zwar noch Sachen drin, ne? Das Problem ist aber nur, dass ich halt, ne? Die brauche ich eigentlich für die Weizenfarm und sowas. Ha, jetzt habe ich schon vorausgenommen, was ich eigentlich machen wollte. Ah, toll. Ich bin so ein Genie. Egal. Dafür bin ich ja bekannt. Ja, komm, wir nehmen einfach ein bisschen Brot mit. Ja, Freunde, was sollen wir machen? Das ist unser letztes Essen halt jetzt, ne? Also... Es wird eng in der ganzen Weltgeschichte. Da müssen wir echt mal gegen was tun. Dabei kein Problem. Ich würde mal so sagen, wenn wir dann auch bei Hero Brian irgendwie waren, den besucht haben, mal so eine Tasse Kaffee mit denen getrunken haben, weißt du, dann setzen wir uns langsam aber sicher mal ran und bauen doch mal eine Weizenfarm oder irgendwas. So, Stücke, Stücke, Stücke. So, Eisenschwert habe ich, Diamantschwert habe ich ja, bla bla bliblub. Alles weiter brauche ich nicht, dafür müssen wir auch mal eine Farm machen. Ich will ja auch vieles automatisch machen, also das ist echt, dass wir so gut wie gar nichts mehr machen müssen. Das klappt bei einer Dingsbums-Farm jetzt noch nicht so, zumindest weiß ich davon nichts. Also bei einer Weizenfarm klappt das nicht so ganz, aber schon größtenteils, ne? Verdammt, jetzt muss ich mal zurück. Oh Mann. Wer hat denn sich diese Konstruktion ausgedacht? Das ist ja traurig, ne? So, eine Axt würde ich gerne mitnehmen, man weiß ja nie, was so kommt. Ja, Schaufel, Spitzhacke, Axt, perfekt. Okay, wir brauchen auch unbedingt mal wieder Diamanten, Freunde. Wir haben nur noch 5 Stück. Okay, ich weiß nicht, ob wir bei der Arena noch welche haben. Ich glaube aber nicht. Boah, das ist eine totale Überblendung hier. Hilfe! Ich habe übrigens alles wieder rekonstruiert, ne? Habe ich das, glaube ich, schon erwähnt? Ja, ich habe die Drohnen erwähnt, aber egal. So, wir gehen jetzt mal einen ganz speziellen Special-Mega-Weg. So, ich würde sagen... Wie weit ist denn das eigentlich? Sollen wir fliegen? Sollen wir rennen? Na komm. Da fliegen wir schnell bis zum Tor wenigstens. Aber ab da gar nicht mehr, weißt du? Weil wir haben jetzt auch echt gar kein Essen oder so. Wir können uns das kaum erlauben, durch die Gegend zu fliegen. Durch die Gegend zu rennen, ehrlich gesagt. Aha, da sind ein paar Kühe, die man schlachten könnte. Eigentlich keine schlechte Idee, aber man sollte da mal lieber ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, man hat mich ja gefragt, also man hat mir gesagt, dass die Mauern sehr geil sind und dass das wahrscheinlich sehr viel Zeit gekostet hat. Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, 7, 8 Stunden? Nee, das Aufbauen hat länger gedauert als das... Oh, du Sau, geh auf. Moment. Blamier mich jetzt nicht von meinen Zuschauern, verdammt. So, Creative Modus aus. Oh, wartet mal. Ach, hallo, Freunde. Friedlich. Ach nee, du komm. Wollen wir doch nicht, ne? Wir wollen doch mal ein bisschen Action erleben hier. So, weil das ist ja jetzt eigentlich hier O'Briens Gebiet. Nehmt's mir nicht übel, Freunde, aber hier draußen habe ich schon nicht alles schön gemacht. Ihr wisst ja, wie das ist. Das ist ein bisschen zu krass irgendwo. Das ist schon eine sehr große Anstrengung gewesen. So, wir gucken uns einfach mal jetzt hier um. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal um die Mauer herum, dass wir uns mal die... Oh, der hat schon wieder meine Sachen weggeschmissen. Nein, du Sau. Fangen wir nicht schon wieder so an. Nein. Hero Brian? Bist ein ganz fieser, hä? Meine Güte, weißt du, da bist du noch nicht mal eine Minute draußen. Ich hab schon keinen Bock mehr. Komm, Freunde, wir gehen wieder zurück. Wir wollten doch noch eine Weizenfarm bauen. Ja. Nee, ihr wolltet doch noch irgendwas anderes bauen. Was ihr schon immer mal sehen wolltet. Verdammt. Ich bereue es jetzt schon, dass ich hier rausgekommen bin. Aber egal. Wir sind tapfer. So. Eben habe ich mich übelst erschreckt, muss ich mal dazu sagen. Aber egal, ist ja, ne? Ja, da übrigens auch wieder alles der Bomber, so, falls ihr das seht. Das war vorher nicht so. Ist ja nicht so schlimm. Hier draußen interessiert es ja keinen. Das ist ja sein Gebiet, weißt du, da kann er machen, was er will. Oho. Ja, hier stehen natürlich jetzt die Creeper und sowas im Schatten, ist ja klar. Oh
Aber egal. Zwei Stück. Schon ein bisschen rassistisch, würde ich sagen, ja? Ich müsste echt mal mein Diamantschwert verzaubern. Geh weg, geh weg, geh weg. Aber es sieht gut für uns aus. Also wir können gerade gute Sachen mitnehmen, habe ich das Gefühl. Sollen wir die töten für Wolle? Ja, komm. Wir machen es einfach mal jetzt. Habe ich das aufgesammelt? Ja, nein, vielleicht. Ja, habe ich auch. Hallo, du weißt schon, dass es Tag ist. Warum greifst du mich an, du blöde Kuh? Erschreckend. Ja, das war eine weibliche Spinne. Das habe ich direkt gesehen am Geschlechtsteil. Daher braucht man hier nichts bemängeln. Ist da nicht ein Schaf versteckt? Du brauchst dich nicht verstecken. Komm zu Papa. Ja, komm. Ja, dich hat's jetzt auch erwischt. Denn ich bin ein Killer. Okay, komm, das schwarze Schaf, lass mir mal am Leben. Am Ende wird mir Rassismus nachgesagt. Das kann ich doch nicht riskieren und das geht doch nicht. Hier haben wir Dings Kakaobohnen. Ey, was ist denn mit euch los, Alter? Ist es helllichter Tag und ihr greift mich an, ihr Verrückten? So. Kakaobohnen haben wir eigentlich 3 Stück. Ne? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber... Komm. Jetzt haben wir 8 Stück. Hätten wir insgesamt. Ah, Hilfe, ich will hier raus. Hallo. Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Ah, jetzt. Eieiei, was ein Dilemma. From Master with Love. Oh, die Musik gefällt mir gar nicht. Das ist so... Schon so einstimmt auf irgendein Abenteuer, was hier abgeht, weißt du? Und irgendwie ist der Shader-Mod auch gerade... Alter. Sei lieb zu mir. Ist die Fackel von mir? Von dem? Keine Ahnung. Oh, ich hab Fackel vergessen, falls es dunkel wird, ne? Oh, hier ist gerade dick Eisen zu sehen. Alter, was habe ich hier für eine übelste Spitzhacke dabei? Aha, na das ist doch mal zum Farmen geeignet. So kann man effektiv farmen, ohne dass man jetzt 3 Stunden lang hier draußen rumgammeln muss. Das ist doch schön. Eine Hexe. Ich hasse Hexen. Nein. Oh nein. Ah, bitte nicht, bitte. Ah, du Schlampe, ich wusste es. Nein, nein, nein. Nein. Wenn jetzt hier O'Brien kommt, Alter, wir sind so geballert, ne? Das ist kein Spaß mehr. Nein. Nein. Ey, was habe ich der blöden Kuh getan? Weißt du, ich laufe einfach nur da vorbei und auf einmal... Ich muss dich angreifen, weil du es bist. Ey, ich hasse dieses Gift. Es wirkt so lange. Wehe, hier O'Brien kommt. Wehe. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ach, komm. Ja, komm, ich verreck da dran. Alter. Hilfe. Wer kam nochmal auf die dumme Idee, hier rauszugehen und irgendwie, ne? Boah, wo kommst denn du her? Oh, ihr Schweine, was plant ihr nur immer wieder mit mir? Komm, geh weg, du Sau, Alter, Hilfe. Ja, jetzt kann ich sie beide gleichzeitig töten. Bäm und... Ey, wo kommen die alle her, Mann? Die müssten doch am Tag schon längst tot sein. Ah, okay, der verreckt eigentlich gerade. Moment, kurz mal was essen. Habba, habba, ich nehme mal ein Brot. Weißt du mal, ein leckeres Brot zwischen die... Aua, Hilfe, Hilfe, ah. Zwischen die Kiefer geschmissen. Nein, du tötest mich auf gar keinen Fall. Oh, da sind ja noch mehr. Es wird dunkel. Nein. Nein. Alter, wer kam nochmal auf diese beknackte Idee? Nein. Vergiss es, komm, jetzt stell ich mich hier hin, weißt du, und dann versuchen die jetzt zu mir zu kommen, dann baller ich die weg, die Schweine. Ich hätte einen goldenen Apfel mitnehmen sollen. Oh, bin ich durchlöchert. Cool. Sieht gut aus, ich habe mir ein paar Piercings gemacht. Oh, ein Schildi, Schildi. Ich weiß, dass ihr da seid. Und ich weiß, dass ich euch kriegen werde. Oh, verdammt. Also, ich bin ja sowas von beschissen vorbereitet. Nein, nein, OMG, OMG. Okay, okay, alles ist gut, Master. Bleib ganz ruhig, du brauchst noch nicht anfangen zu weinen. Alles ist okay. So, die Kohle nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, ist geil, die Spitzhacke, ne, Freunde. Da kann man jetzt richtig schnell farmen, ohne dass man jetzt 3 Stunden an der Kohle rumgammeln muss. War da was zu sehen? Nee, nur ein Sonnenuntergang. Aha. Wie soll ich denn jetzt eigentlich die Nacht überleben? Hat sich das mal jemand überlegt? Nein, ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß gar nicht, seht ihr jetzt überhaupt irgendwas? Ach, ist doch scheiße jetzt. Ja. Yo, Brian. Was willst du von mir? Komm her. Alter, jetzt gibt's einen dicken, fetten Kampf. Ja, wieso treffe ich dich gar nicht? OMG. OMG.
Alter, lass mich in Ruhe. Geh weg. Wieso treffe ich dich nicht? Oh, und gerade diese dramatische Musik. Oh, du Sau. Hat nichts fallen lassen, oder? Nee. Schade eigentlich. Ich hab mir ein bisschen mehr erhofft. Warte mal, ich kann noch ein paar Fackeln machen. Ach, schon mal gerade hier ist, ne? So, machen wir weg. Machen wir das weg. Ha. Bin sowas von vorbereitet. Cool. Hier liegen ja auch Fackeln rum. Woher auch immer. Oder kommen die vom Turm? Sind die noch drauf? Von der Mauer. Ja, sie sind eigentlich noch drauf. Komisch. Egal. Da stelle ich mal gar kein Rätsel auf. Das ist mir... Alter, ja, übertreib. Geil, Alter. Wie so eine Kampfarena. So Feuerkreis und so. Nice. Wer kam denn hier auf die Idee? Das ist mal zur Abwechslung schön programmiert. Hilfe. Oh, kann man hier brennen lassen, oder? Das ist hier wenigstens schön hell. Man muss einfach den Feind zu seinem Vorteil nutzen. Alter, ich verreck hier gerade. Hilfe. Boah, ist das übel mit dem Essen. Dabei spiele ich doch auf leicht. Was war das gerade? Och nee, komm. Da oben ist ein Creeper, glaube ich. Boah. Hilfe, Kick. Okay, alles lief gut. Alles lief gut. Ne Hero Branko. Da ist doch gerade ein Creeper oben, oder nicht? 140%? Wieso treffe ich den nicht? Okay, was 140%? Was will er mir damit sagen? Dass ich zu 140% tot bin? Die Kuh gibt sich hier mit Lava, das ist ja voll assi. Oh, warte, ich wollte der Fackel nicht setzen, ne? Oh, eine Biene. Alter. Nein! Ich hab meine Sachen rausgeschmissen. OMG. Alter, du Sau. Ja, natürlich, weißt du, muss noch ein Creeper noch einen Nachschuss geben. Alter, sind jetzt nicht alle meine Sachen kaputt? Das hat sich ja gelohnt, hä? Nein! Alles weg. Ich weiß zwar nicht, was ich aufgesammelt habe, aber ich weiß nur, dass es weg ist. Ja, meine Fackel sind zum Beispiel weg, oder nicht? Mein Diamantschwert ist weg. Na super. Meine Spitzhacke ist weg. Och nee. Tja, Freunde, ich würde einfach mal sagen, der Lauf hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir. Shit. Ist da hinten ein Creeper? Da hinten ist ein Creeper. Ach nee, komm. Da hinten sind sogar zwei. Wisst ihr, was das Allergeilste ist, Freunde? Wir kommen gar nicht mehr nach Hause. Weil das Tor in der Nacht zu ist. Das ist ja noch das Allergeil. Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir. Nein. Boah, das ist ja voll gescheitert. Verdammt. OMG. Au, nein. Watsch. Lass mich in Ruhe. Lauf doch, du Trottel. Nein. Ich bin sowas von tot. Nein! Von Spinne wurde ich erschlagen, weißt du, Dreckspinne. Nein! Ja, so sieht das aus, wenn ich mal volle Kanne, weißt du, mir Mühe gebe. Ich kann die ganzen Sachen jetzt nicht ausgeben für eine Diamantrüstung, für eine Eisenrüstung, ne? Wo war der Fehler im System? Also, ne? Was? Plaint? Was hat er geschrieben? Na komm, T. Was? PlanetMinecraft.net is gay. Okay. Ja, das waren jetzt seine Aussagen. Ich meine, ich hab's nur vorgelesen. Was ist mit dem los, ne? Tja, wir hatten auch gar nichts mehr zum Essen, um auf Tour zu gehen, ne? Dann. So, hier hätten wir noch so ein Hähnchen-Ding. Natürlich ist hier keine Kohle drin, sonst wäre es ja mal wieder zu einfach. Wo ist die Kohle? Kohle, da. Rein damit. Ja, ich muss jetzt mein ganzes Essen zusammenkratzen, ne? Aber ich muss euch echt sagen, Freunde, ich glaube, mit rausgehen, das wird gerade nichts mehr. Scheiße. Ja, wir müssen uns vorbereiten. Oje. Eine Diamantrüstung, würde ich sagen. Oder, ja, okay, Eisen hat schon gereicht.
Ein Diamantschwert haben wir zum Glück noch. Aber uns fehlt's echt am Essen, ne? Das ist echt unsere größte Schwäche. Das, ja, ne, ich habe alles so geil rekonstruiert, Freunde. Also ist der Wahnsinn. Also ihr habt jetzt gerade nichts gesehen. Ist ja klar. Das ist eine Ehrensache für mich, weißt du. So. Lalalalalala. Okay. Ah ja, gut. Es bringt ja nichts, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der Weizenfarm an. Weil wir unbedingt Essen brauchen. Unbedingt. Aber vorher will ich das noch schnell haben. Ah, wir haben da noch einen Lost Kellogs. Lost Kellogs. Wartet mal. Was ist das denn auf der Karte? Seht ihr das kleine rote Ding da? Wollt ihr eine Spinne darstellen? Ich kann es nicht erkennen, aber ist auch egal. Irgendwas wird es auf jeden Fall sein. So, guck mal hier. Hier haben wir noch ein bisschen was. Aha. Her damit. Dankeschön. So, hier auch nochmal ein bisschen abfarmen. Chaka. Aber da seht ihr mal, wie nervig das ist, wenn man das alles mit der Hand machen muss. Und das ist nur eine kleine, extremst kleine Farm. Aber das ist gut. Wir lassen es nochmal wachsen hier. Während wir die Eisen... Ach, was habe ich jetzt mit der Eisenfarm, verdammt. Während wir die Weizenfarm machen. Ich hoffe, wir haben genug Materialien, weil die wird nicht billig sein. Aber okay, egal. Zur Not müssen wir dann so oder so eine Mine. Dann gehen wir einfach außerhalb in irgendeine Mine, wo wir noch nie waren. Und eine neue Map generiert. Das ist ja dann richtig geil. So, was sind denn hier eigentlich drin? Steine müssen drin sein, ne? Ja, okay. Alles klar, hier sind Steinos drin. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Dann mache ich mal aus dem Zeug hier gerade Essen. Und dann können wir doch schon mal anfangen, das ist doch geil. Ich kann mir auch schon einen guten Ort dafür vorstellen. Eigentlich habe ich zwei Orte, zu denen ich tendiere. Da muss ich jetzt auch nochmal überlegen. Na komm. So, na, hat genau gereicht, geil. Sowas mag ich ja, ne? Okay, ich mach mir nochmal eine Eisenaxt. So. Weil Schaufel und alles haben wir draußen noch, das ist ja gar kein Problem. Das tut uns also gar nicht weh. Und das Diamantschwert tut uns ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Oh, jetzt muss ich nochmal hier rein, Alter, da muss ich mir auch was Besseres einfallen lassen, ne? So. Chaka. Perfekt. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, die ich mir überlegt habe. Die erste wäre... Moment, tschakka. Hier den Berg ein bisschen wegknallen, Freunde. Und dann hier hinten einfach hier so schön hinmachen, ne? So in Richtung des Berghochs, kann man sagen. Also stellt euch das mal hier so vor. Hier so alles runtergeschlagen und dann einfach so hier den Berg hoch diese Farm machen. Aber ich glaube, die geilste Idee wäre wirklich, die ist zwar ein bisschen aufwendiger, muss man zugeben, aber die allergeilste wäre, wenn wir sie da im Dschungel bauen. Denn man muss sich das so vorstellen. Moment, ich gehe da natürlich mal ganz gepflegt dahin. Oh, ich brauche eigentlich mal ein Schwert, ne? Dumme Idee. Moment, nochmal ganz kurz zurückgehen. Was ist hier drin? Genau, nochmal Schaufel und Spitzhacke mitnehmen. Das ist clever. Und natürlich noch ein... Diamantschwert, ist ja klar, ne? Ohne so ein Eisen kannst du halt rumrennen. Wir haben jetzt zwar keine Rüstung mehr, aber das ist jetzt auch egal. Wir müssen halt nachts immer versuchen, sofort nach Hause zu kommen. Und warum diese Schilder immer noch... Aha, und dafür brauche ich nämlich ein Schwertli. Wehe, du machst mir hier irgendwas kaputt, du Sau. So, sehr gut. Huch, was ist das denn hier für ein Tunnelgang? Nein. Geh weg von mir. Das Schaf lasse ich am Leben, weil ich brauche dich. Dich brauche ich auch, ne? So, aber was ich als erstes meine, man kann ja dann hier so einen Weg rüber machen und dann hat man hier so eine richtig geile Weizenfarm. Also ich finde die Idee geiler eigentlich. Was habe ich denn hier geschrieben? Find me. Okay, habe ich definitiv nicht geschrieben. So, ja, dann würde ich einfach mal sagen, dann fangen wir mal an. Noch die restliche Folge. Hä? Gerade ein Creeper explodiert, du Sau. Alter, dich habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe jetzt hier gerade voll Schiss, ehrlich gesagt, ne? Oh, komm, man sieht's doch schon. Ich verreck doch gleich wieder. Kann mir mal einer sagen, wieso ich kein Too Many Items oder irgendwas mehr drin habe? Was ist das denn, ne? Boah, dann dauert das ja Jahre, bis wir das Holz abgeklopft haben. Ach du Scheiße. Das ist ja incredible, Freunde. So, ich nehme mal ein bisschen Erde. Ja, da mache ich jetzt nicht den ganzen Dschungel, da mache ich jetzt hauptsächlich nur das, worauf es ankommt. Und zwar würde ich sagen, hier diese Dschungelbäume zum Beispiel. Weil dann kann man hier direkt die Weizenfarm hinsetzen.
Vielleicht sogar schon auf dieser Erhöhung. Ich weiß es gerade noch gar nicht. So, weil so tief rein muss man jetzt auch nicht, ne? Ich könnte es ja auch größtenteils niederbrennen. Das wäre ja natürlich auch die Möglichkeit. Aber es wäre ja wohl eine Rohstoffverschwendung vom Allerfeinsten. Und ich glaube, das wäre einfach nur dumm. Ich meine, ich bin zwar nicht der Hellste, aber... Naja, so dumm bin ich jetzt auch nicht, ne? Schätze ich jetzt einfach mal grob. So, dann fangen wir da schon mal an, mit dem Ding hier wegzukloppen. Weißt du, das darf doch nicht so lange dauern, ist doch kein Problem. So. Ich würde sagen, den versuchen wir noch wegzuhauen in der Folge, dann hat sich die Geschichte auch, ne? Na komm. Das ist auch immer so ein Akt hier, diesen riesen Baum wegzukriegen, ist doch kein Spaß mehr, oder? Wenn man überlegt, das ist, weiß ich nicht, für einen Baum brauchst du da 3 Jahre, das ist schon übel. Muss mal gucken, ob ich nicht einfach wieder diesen Too Many Items Mod oder sowas reinmache. Ich glaube, das wäre die klügste Idee, Freunde, weil... Naja. Ihr seht es ja selber. Das will ich euch einfach nicht antun. Das will ich mir selbst auch nicht antun. Das macht mir nämlich so überhaupt gar keinen Spaß. Es ist einfach zu extrem. Und vor allem töte ich mich dabei selber. Das ist noch die andere Extreme oder die ganzen Geschichte. Und da das ja ein Let's Play ist, wisst ihr was... Oh nein. Da das ja ein Let's Play ist, ist es ja in meinen Augen klüger, wenn man so einen Dschungel in einer halben Minute auseinandernehmen kann. Als jetzt wirklich in 3 Stunden. Finde ich jetzt persönlich, ne? Man muss es ja jetzt in dem Let's Play auch nicht übertreiben. So, und Abi geht's. Du noch weg. Wir haben doch schon wenigstens einen Baum mal hingekriegt. Ist doch gut. Wir kommen voran. Okay. Sehr schön, Freunde. Dann gucke ich mal, dass ich für die nächste Folge noch einen Timbermod oder irgendwas installiert kriege. Dann nehmen wir noch den Kram hier mit, schnell. Und ja... Ach nee, ich brauche eigentlich nicht nach Hause gehen. Ist ja auch helllichter Tag. Das passt schon, Freunde. Okay. Bis zu... Wieso verreckt die Sau nicht? Ich gehe jetzt einfach hier hin. Bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Tschüss.